königlicher Besuch in der Martin-Wacker-Show. Irina, die Erste, ist bei mir, die noch amtierende Bierkönigin von Baden-Württemberg. Wir sprechen über die aktuellen Biertrends. Wir sprechen vor allem über einen völlig verrückten Weltrekordversuch. Jetzt bei mir. Leider haben wir keinen roten Teppich, den müssten wir eigentlich ausrollen, denn bei mir zu Gast ist eine echte Königin, und zwar die Bierkönigin von Baden-Württemberg, Irina, die Erste aus Ettlingen. Herzlich willkommen, Irina. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Irina, wie wird man Bierkönigin? Das ist eine Ausschreibung vom Baden-Württembergischen Brauerbund. Der sucht seit ein paar Jahren die baden-württembergische Bierkönigin. Und da bewirbt man sich, muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen, eine Leidenschaft zu Bier mitbringen. Und dann darf man die Amtszeit in Baden-Württemberg verbringen und alle Brauereien besuchen und Biere vertreten. Und ich bin ja froh, dass ich dich jetzt noch da habe, denn die Amtszeit endet ja demnächst, gell? Leider ja. Am 7. Mai darf ich meine Krone weitergeben an meine Nachfolgerin. Und dann sind 2 Jahre um. Normalerweise ist eine Amtszeit 1 Jahr. Mhm. Und bei mir waren es jetzt Gott sei Dank 2 Jahre und da habe ich wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt. Ein König, also jetzt Charles, wird jetzt ja gekrönt. Wie wird die Bierkönigin gekrönt? In einem großen Festakt? Wo findet das statt? Bei uns war es ein Brauhaus in Stuttgart. Mhm. Normalerweise auf dem Cannstatter Wasen. Na hoppla. Mhm. Ja, das durfte ich leider nicht erleben, aber im Brauhaus war es auch eine tolle Atmosphäre. Da waren 200 Leute dabei auf der Bühne. Natürlich mussten wir erstmal ein paar Fragen beantworten und Tests machen und Challenges. Und dann wurden wir da aber, also ich habe auch noch eine Bierprinzessin und da wurden wir dann auf der Bühne gekrönt. Also in Stuttgart gekrönt, ja. In Karlsruhe gefeiert oder in Ettlingen. Hm? Genau, in Ettlingen gab es dann eine Wahlparty. Irina, die Bierkönigin, wollen wir jenseits des gekrönten Hauptes persönlich kennenlernen? Bei den 10 kurzen Fragen, dein Sternzeichen, Irina. Jungfrau. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Gibt es eine Lieblingsfarbe? Grün. Mhm. Habt ihr ein Haustier? Wir haben einen Familienhund und Schildkröten. Schildkröten? Ja. Im Winter müssen die irgendwie eingegraben werden? Oder wie ist im Kühlschrank sind die im Winter, aber in einem extra Kühlschrank. Also. Direkt neben dem Bier. Welches Poster hing bei dir bei der Königin im Jugendzimmer? Ich war leidenschaftliche Bravo-Leserin und habe die Starschnitte gesammelt. Starschnitt, ja. Britney Spears kann ich mich noch dran erinnern. Schon wieder Britney Spears. Das sagen meistens die Gäste in diesem Alter. Britney Spears habe ich ausgeschnitten. Die erste selbst gekaufte Schallplatte, CD, war es bei dir wahrscheinlich? Blümchen. Mhm. Mit T-Shirt, mit CD-ROM, das volle Paket. Ja. Wie hieß der Blümchen-Song? Was hat Blümchen gesungen? Boomerang zum Beispiel. Boomerang, ja. Genau. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Irina? Das letzte war tatsächlich ein Bierbuch. Natürlich. Die Bierkönigin liest Bierbücher. Aber ich interessiere mich auch sehr für Karlsruher Geschichte. Meine Oma hat mir jetzt gerade ein spannendes Buch aus Karlsruhe gebracht. Das heißt... Oh Gott, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Aber ein Karlsruher Geschichtsbuch. Ja, das Karlsruher Geschichtsbuch. Genau. Dein Lieblingsurlaubsziel, die Bierkönigin, wo geht's hin? Ganz viel unterwegs, in ganz vielen Orten, aber in Mexiko war ich jetzt 3-mal hintereinander. 3-mal hintereinander? Mhm. Und hast du auch Bier gekriegt als Bierkönigin? Ja, da gibt es auch gutes Bier. Ohne Reinheitsgebot. Genau. Hausmannskost oder Gourmet-Tempel, was isst die Bierkönigin gerne? Ich esse sehr gerne Hausmannskost, auch wenn Gourmet-Essen oder feines Essen auch voll mein Ding ist und man das super zu verschiedenen Bieren kombinieren kann. Aber mein Lieblingsessen sind Rahmblättle. Ich bin sprachlos. Kleine Pause, ich muss mich vom Rahmblättle erholen. In der Martin-Wacker-Show geht es heute ums Bier mit Bierkönigin Irina. Aber sie hat auch noch eine andere Leidenschaft, und zwar badisches Essen, so wie ich auch. Und die Rahmblättle. Irina, viele machen hier die Rahmblättle, denken, ich kippe eine Packung Rahm rein und dann sind es Rahmblättle. Wie müssen denn echte badische Rahmblättle gemacht werden? Echte badische Rahmblättle müssen so gemacht werden, wie meine Mama und meine Oma die machen. Mhm. Nämlich Kartoffelscheiben in Brühe kochen, die Brühe auffangen, dann eine Mehlschwitze machen, die Brühe wieder dazu. Dann die Kartoffeln mit rein, Fleischwurst kommt bei mir mit rein, bei vielen sind sie auch Wiener. Und am Ende dann Sauerrahm. So. Ja. Das ist mal wirklich badische kulturelle Bildung in der Martin-Wacker-Show. Wie macht man richtig Rahmblättle? Ja. Was trinkt man für ein Bier zum Rahmblättle? Zu Rahmblättle würde ich ein helles Bier auf jeden Fall empfehlen. Also ein helles oder ein Pilz würde auch gehen. Man sagt,
so als Faustformel, helles Bier zu hellen Gerichten, dunkle Biere zu dunklen Gerichten. Wieder was gelernt. Irina, du hast vorhin gesagt, als ich gesagt habe, was muss man mitbringen, um sich für Bier zu interessieren oder Bierkönigin zu werden? Interesse an Bier. Aber du hast inzwischen mehr als Interesse zu Bier entwickelt. Du bist inzwischen Biersommeliere. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich war ja schon vor meiner Amtszeit viel in der Bierbranche unterwegs und hatte da auch schon ganz großes Interesse dran. Und mit der Zeit, während der Wahl oder nach der Wahl auch, wir hatten sehr lange Wahlkampf durch Corona, kommt man ganz viel rum, besucht ganz viel Brauereien. Und es ist natürlich immer besser, wenn man sich auch mit den Leuten in der Brauerei über das Bier unterhalten kann und nicht nur sagen, es schmeckt gut oder es schmeckt, also schlechte Biere gibt es eigentlich nicht. Ja, aber so fachmännisch. Genau, wie wurde das gebraut, genau. Welche Hopfenarten wurden verwendet, was macht das Malz jetzt in dem speziellen Bier aus und so weiter. Also das kennt es vom Wein, ne? Da guckt man so den Wein an und riecht. Und wie ist es beim Bier, ist es ähnlich, so eine Sommelier? Beschreib uns das mal. Genau, also so ein Tasting besteht grob aus drei Schritten. Man schaut sich es erst an, schaut, wie ist die Farbe von dem Bier, wie ist die Trübung, wie ist der Schaum. Der zweite Schritt ist, man riecht daran, versucht die Aromatik, riecht es eher malzig, süßlich, riecht es mehr nach Hopfen, hat das tropische Aromen vielleicht sogar drin. Und dann im dritten Schritt probiert man in drei Schlucken, versucht rauszufinden, wie ist die Haptik von dem Bier, wie fühlt es sich an im Mund, wie sind die Aromen, und dann geht man im dritten Schluck nochmal in die Tiefe. Und ganz wichtig ist, dass man das Bier auch runterschlucken muss, also nicht so wie bei einer Weinprobe, damit man einfach die Bittere im Abgang auch bewerten kann. Ja, wie viele Biere verkostet man dann bei so einem Tasting? Also in einem normalen Tasting sind es in der Regel 5 bis 6 Biere. Genau. Und im nicht normalen Tasting? Also wenn man in einer Jury sitzt, zum Beispiel beim Verkostungswettbewerb, dann hat man so 2 Flights à 15 Biere, die man dann verkostet und bewertet. Hat die Bierkönigin einen Chauffeur? Leider nicht, aber vielleicht hat meine Nachfolgerin dann das Glück. Und ich muss oft dann nach Hause fahren nach Veranstaltungen oder Fassanstichen und habe deshalb dann heimlich alkoholfreies Bier in meinem Maßkrug. Die Geheimnisse gibt es nur bei mir in der Martin-Wacker-Show. Ich freue mich, dass es heute ums Bier geht. Wobei ich zugeben muss, ich habe mich vom Bier mit Alkohol seit längerem verabschiedet. Ist alkoholfreies Bier generell ein Trend, auch für die Bierkönigin? Auf jeden Fall. Also da werden mich jetzt wahrscheinlich einige für steinigen und sagen, alkoholfreies Bier und auch Radler ist kein Bier. Ich finde aber, dass sich da die Branche wahnsinnig weiterentwickelt hat und es inzwischen echt tolle alkoholfreie Biere gibt, die man dann auch mal unter der Woche am Abend ohne schlechtes Gewissen trinken kann oder auch wenn man unterwegs ist mit dem Auto. Also da gibt es echt tolle Biere inzwischen. Hast du vorhin als Biersommeliere von diesen Tastings gesprochen? Gibt es auch schon Tastings für alkoholfreie Biere oder spielen die teilweise dort auch eine Rolle? In einem Standard-Bier-Tasting eher nicht, aber es gibt spezielle Tastings auch für alkoholfreie Bier. Da gibt es ja alles von bis, und da sind ja lohnenswerte Biere inzwischen auch dabei. Wo sind denn die Grenzen als Biersommeliere beim Thema alkoholfreies Bier? Haben wir gerade besprochen, das muss sein, aber es gibt ja dann auch Biere, die mit Fruchtessenzen angereichert werden, von Pampelmuse über Zitrone und exotische Früchte. Gibt es für dich geschmacklich eine Grenze? Nicht als Bierkönigin, als Biersommeliere? Ich bin da offen für alles und probiere erst mal und kann danach immer noch entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Und ich hatte mal das Glück, bei einem Verkostungswettbewerb nicht in der Kategorie Pilz oder Export zu sein, sondern Spezialbiere. Aha. Und da waren Biere von der ganzen Welt dabei. Da war was mit Pfeffer, mit Chili, mit, also wirklich so, wie du gerade gesagt hast, ganz exotische Biere. Und das war richtig spannend. Also ob dann noch so dieses Bier so richtig durchkommt, muss man dann schauen, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu schauen, was wird denn alles unter Bier auch deklariert und was kann man denn alles ausprobieren. Eine wunderbare Entweder-Oder-Frage wäre gewesen, alkoholfreies Bier oder echtes Bier, aber das kann ich nicht entscheiden, denn dieses Fragenglas läuft ganz ohne mein Zutun ab. Du ziehst die Frage, gibst sie mir und ich stelle sie dir. Bitte, okay. Irina, die Erste, die Bierkönigin. Entweder oder, deine erste Frage, lieber nur noch fühlen können oder nur noch schmecken? Das finde ich für dich eigentlich eine einfache Frage, oder? Schmecken, oder? Ja. Also es gibt so viele tolle, ich hatte in meiner Corona-Erkrankung leider das Problem, dass ich keinen Geschmacks- und Geruchssinn mehr hatte. Ich auch. Wie lange war bei dir der Geschmack weg?
fünf Wochen sowas. Ähnlich, ja. Ja. Und das war, dann dachte ich, okay, ich bin jetzt, das war ganz, ganz am Anfang, mhm. dann dachte ich, ich bin jetzt 2 Wochen zu Hause, mhm. mir ging es nicht so schlecht, es war okay und ich konnte kein einziges Bier trinken. Und das war. Ist die schreckliche Erfahrung. Ja. Ja. Ich war ganz glücklich, dass ja. es dann wieder funktioniert. Genau. Okay, deine zweite Frage, Irina. Entweder oder nur noch Schlager hören oder nur noch Techno? Schlager, definitiv. Kam das erst durch die Bierkönigin, weil in den Festzelten eher Schlager läuft? Oder? Nö, das war auch vorher schon so. Ich mag deutsche Musik im Allgemeinen, egal in welche Richtung. Mhm. Und da gehört Schlager für mich auch dazu. Also eine ganz eindeutige Antwort. Der Bierkönigin Irina der Ersten. Du hast vorhin gesagt, ja, da gibt es dann mal einen Fassanstich. Beschreib uns mal so ein bisschen ganz genau die Aufgaben der Bierkönigin. Also der König war jetzt, König Charles war jetzt zum Staatsbesuch, musste auf den roten Teppich die offiziellen Menschen begrüßen. Welche Aufgaben hat die Bierkönigin neben Fassanstichen? Also die Aufgaben sind wahnsinnig vielfältig. Mhm. Es kommt immer irgendwas Neues. Aber grundsätzlich kann man es beschreiben, mit die Biere und die Brauereien in Baden-Württemberg zu repräsentieren, die neue Wertigkeit von Bier rüberzubringen und auch zum Beispiel die Frauen zum Biertrinken zu animieren. Mhm. Also dass man es einfach mal probiert und nicht nur am Wein oder am Sekt hängt. Und du hast das deswegen auch authentisch rübergebracht, weil du nicht erst durch den Titel, sondern auch zuvor Bierfan warst. Also mhm. du hast immer schon gerne Bier getrunken, mhm. lieber als Wein. Ja, weil ich schon sehr lange ins Stadion gehe und im Stadion gab es früher, jetzt ja nicht mehr, aber früher gab es Bier im Stadion und dann ist man so einfach damit aufgewachsen, also ab 16, 17, mit 17 war mein erstes Auswärtsspiel und gab es im Bus auch nur Bier und da hat keiner Wein dabei gehabt und so bin ich eher zum Bier gekommen und habe dann in der Region auch für verschiedene Brauereien immer wieder gearbeitet, auf verschiedenen Festivals und Veranstaltungen und da immer am Bierstand. Und dann hast du das authentisch als Bierkönigin rüberbringen können. Wie ist es bei dir? Auf der einen Seite ist es natürlich Bierkönigin, aber es ist auch Alkoholkonsum. Ist auch die Aufgabe der Bierkönigin, nicht nur für das Bier zu werben, sondern auch für den vernünftigen Umgang mit dem Bier? Genau, ich stehe ja für den Genuss von Bier und nicht für, wir feiern und schütten uns da literweise das Getränk rein. Tatsächlich denken ganz viele, dass ich wahnsinnig viel Bier trinke in meiner Amtszeit, ist aber gar nicht so der Fall. Also ich genieße gern mal eine Flasche, ein besonderes Bier, verkoste das dann ganz bewusst. Ich bin natürlich auch mal feiern und trinke mal ein bisschen mehr, aber in der Regel unter der Woche trinke ich kein alkoholisches Bier. Mhm. Und wir stehen wirklich für den Genuss von Bier. Ich muss die Bierkönigin jetzt mal fragen. Welches Bier, nicht welche Marke, sondern welches Bier, welche Sorte Bier ist dein persönliches Lieblingsbier? Die Frage bekomme ich ganz, ganz oft gestellt. Ist auch eine wichtige und gute Frage für ja. die Bierkönigin. Und früher, also ganz zu Beginn der Amtszeit, habe ich dann geantwortet mit, dass ich die naturtrüben Biere sehr gern mag. Mhm. So die Kellerbiere, Zwickel wird es ja auch oft genannt. Inzwischen ist es total situationsabhängig. Also es kommt drauf an, welche Jahreszeit haben wir. Bin ich unter Freunden? Bin ich zu zweit oder zu dritt? Bin ich in einer großen Gruppe? Bin ich auf einem Fest? Bin ich in einer kleinen Runde irgendwo gemütlich. Es kommt immer total auf die Jahreszeit, die Atmosphäre und die Begleitung an. Ganz individuell. Ja. Und Bier als Essensbegleitung, wie stehst du dazu? Viele sagen ja, eigentlich ist der Wein der bessere Essensbegleiter. Bist du inzwischen als Biersommeliere auch so weit, dass du sagst, zu bestimmten, du hast vorhin helles Essen, helles Bier, dunkles Essen, dunkles Bier. Geht es auch mehr in die Richtung der Essensbegleitung jetzt? Ja, und daran arbeite ich auch. Das ist auch mein Ziel, dass das mehr präsent wird, dass man nicht nur einen guten Wein zu einem guten Essen trinken kann. Mache ich auch gerne, aber es gibt auch ganz, ganz tolle Biere und ganz tolle Kombinationen, die man da machen kann. Und da arbeite ich auch dran, dass wir da Bier-Tastings mit Food-Pairing anbieten oder ich das anbiete und das den Leuten näher bringen kann. Und ein ganz großes Bier-Tasting wird es demnächst geben, da sprechen wir auch noch drüber. Ich freue mich, dass wir heute mit einer Königin ein königliches Spiel spielen dürfen. Und zwar die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Irina die Erste darf Stadt, Land, Quatsch mit mir spielen, diese Tasse gewinnen, da kann man auch Bier draus trinken. Und ich habe mich für einen Buchstaben entschieden, der vielleicht ein bisschen, dir ein bisschen liegt, das ist das P. Das P.
Das P. Okay. Und wir starten mit der Stadt. Pirmasens. Ein Land. Polen. Eine Biersorte. Pilz, Pale Ale, ganz viele gibt's. Eine Biermarke. Palmbräu. Mhm. Im Freibad. Pommes. Ein Hobby. Weiter. Etwas im Schlafzimmer. Weiter. Ein großer Name. Pupsi. Pupsi, wunderbar. Ein Schimpfwort. Da klingelt es schon. Weiter. Schimpfwörter mag ich nicht so. Gut, aber es waren sechs richtige. Okay. Und es waren ja zwei Bierzurufe. Besser ging es doch gar nicht. Das ist deine Tasse. Dankeschön. Und ein Schimpfwort mit P, da denken wir gleich nochmal drüber nach. Das Schimpfwort mit P, Pöbel. Aber du willst nicht schimpfen. Als Königin Nein. geziemt sich das auch nicht. Ich habe auch keinen Grund dazu. Wie ist es eigentlich? Du bist ja heute zivil da. Hast du eigentlich einen Ornat? Wir sind unterwegs in Tracht, also meistens in Richtung Dirndl und haben eine Schärpe in den Landesfarben von Baden-Württemberg und eine Krone. Eine echte Krone? Mhm. Mhm. Gibt es manchmal auch ein Treffen zwischen der Wein- und der Bierkönigin? Gab es mal gemeinsame Veranstaltungen? Gab es tatsächlich schon. In Heilbronn war das, glaube ich. Und es gibt auch Hoheitentreffen. Also inzwischen habe ich auch schon Freundschaften geschlossen zu anderen Hoheiten, die man einfach in der Regel auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen trifft. Und dann trifft man sich immer wieder und dann entstehen Freundschaften. Ja. Hoheitentreffen? Ja, welche Königin gibt es denn noch? Also befreundet bin ich zum Beispiel mit der Tettnanger Hopfenkönigin und den Hopfenprinzessinnen vom Bodensee, die Bodensee-Apfelkönigin, die hessische Milchkönigin, die Traunviehkönigin und so weiter. Milchkönigin, Hopfenkönigin, echt großartig. Also was ist Apfelkönigin gibt's auch? Ja, ja. Gibt's auch Könige? Nee. Nicht bewusst. So, endlich sind wir mal das unterdrückte Geschlecht. Die Martin-Wacker-Show. Und ich lerne immer wieder was dazu. Also ich habe jetzt gelernt, es gibt Apfelköniginnen. Und ich habe auch gelernt, dass Bierköniginnen viel unterwegs sein müssen. Wie passt das denn zusammen? Du hast ja noch, also du bist ja nicht hauptamtlich Königin. Du hast einen normalen Job bei einer Baugenossenschaft. Und Family gibt es auch noch. Wie geht es zeitlich mit der Bierkönigin? Man muss das natürlich wissen, wenn man sich darauf einlässt, dieses Amt anzunehmen, dass man viel unterwegs ist, dass man in der Zeit wenig Freizeit hat, beziehungsweise ich sehe es trotzdem auch als Freizeit unterwegs zu sein. Ich habe einen sehr flexiblen Arbeitgeber, kann jederzeit Urlaub einreichen und muss das auch oft tun für meine Termine, aber es sind ja schöne Termine und tolle Erlebnisse, die man da hat. Und jetzt geht die Amtszeit zu Ende. Man kennt es ja, dann ist man gefordert, 2 Jahre warst du jetzt Bierkönigin. Wirst du es vermissen? Wie wird die Zeit danach? Oder hast du schon wieder ein Angebot, ein neues Amt zu übernehmen? Oder ergibt sich aus der gewesenen Bierkönigin eine Bierrepräsentantin für die Zukunft? Wie geht es weiter? Mir wird es nie langweilig, egal ob mit Amt oder ohne. Ich habe immer irgendwelche Dinge, in die ich mich reinhänge und die ich ganz leidenschaftlich verfolge. Und ich habe noch genug andere Hobbys und andere Leidenschaften. Also da wird es nicht langweilig. Aber ich werde trotzdem weiterhin auch als Biersommelier tätig sein und Tastings anbieten, weil es mein Ziel ist, einfach ganz, ganz vielen Leuten zu zeigen, was für eine tolle Biervielfalt es gibt. Und dass man da einfach auch mal offen ist, neue Dinge auszuprobieren. Das mache ich auf jeden Fall weiter. Irina, und Biertastings willst du auch demnächst in ganz großem Stil anbieten. Es steht ein irrsinniges Projekt vor der Tür. Und zwar ein Biertasting mit wie vielen Personen? Um die 1400 Leute, das ist unser Ziel. 1400 Menschen verkosten gleichzeitig wie viele Biere? 3 verschiedene Biere wird es geben von der Brauerei Monninger in der Stadtmitte in Karlsruhe im Innenhof. Und das wird quasi mein Abschied als Bierkönigin sein. Ich wollte noch mal was Cooles machen, was Besonderes machen. Nicht einfach meine Krone weitergeben an die Nächste, sondern noch mal was für die Region und für das Bier hier auf die Beine stellen. Warum 1400? Wäre das ein neuer Rekord? Der aktuelle Weltrekord liegt bei 1243 Personen. Und Weltrekord, tatsächlich Weltrekord. Das heißt, an diesem Tag wird in Karlsruhe, Stadtmitte, nicht in der Stadtmitte, es ist eine Kneipe in der Stadtmitte, die Stadtmitte,
Wird es dann einen offiziellen Abgesandten des Guinness-Buchs geben, der das kontrolliert? Wie läuft es genau ab? Wir haben eine Rekordrichterin vor Ort vom Deutschen Rekordinstitut, die das Ganze dann überwacht und dann auch am Ende zertifiziert, ob wir es geschafft haben oder nicht. Weil am Ende müssen auch die Leute, die tatsächlich da sind, mitmachen. Also die guckt dann auch, trinken die wirklich und probieren und die Biere. Und schlucken die das Bier auch, genau. Und wenn sie es nicht tun, werden die Leute dann leider abgezogen und das wäre natürlich schlecht. Also eine hohe logistische Aufgabe. Kann man sich denn noch bewerben und wo sollte man nachschauen, wenn man auch noch mit Teil dieses Weltrekordversuchs sein will? Es gibt noch Resttickets. Also wir hoffen natürlich, dass die bis zum Tag der Veranstaltung dann alle weg sind, dass wir mit gutem Gewissen starten können und auch fast sicher sein können, dass wir es schaffen mit dem Rekord. Und die Tickets gibt es auf der Website von der Brauerei Monninger, www.monninger.de. Da kann man ein Ticket erwerben. 8 € ist man dabei. Und hat 3 Biere im Paket, ein schönes Verkostungsglas, einen Flaschenöffner und danach noch eine Riesenparty. Hat es rentiert sich, sagt der Badener. Und moderiert wird das Ganze von Carsten Penz, von lieben Kollegen. Richtig, genau. Also, wir sind gespannt, ob das klappt. 1400 Menschen, die gleichzeitig Bier probieren. Du moderierst es aber so ein bisschen. Also es gibt auch eine gewisse Führung durch die Biere. Ne? Also, genau, die Verkostung wird von mir moderiert, zusammen mit einem Biersommelier-Kollegen von der Brauerei Monninger. Und wir führen durch das Tasting und durch das Rahmenprogramm dann der Kollege Penz. Irina, das ist ja der große Abschluss deiner königlichen Amtszeit. Wir drücken die Daumen, dass das klappt, dass so viele Menschen zusammenkommen und bedanken uns im Namen aller Untergebenen für deine Amtszeit, Irina die Erste. Wie heißt die Nachfolgerin? Das wissen wir noch nicht. Ach so, das wird erst noch gewählt. Die wird noch gewählt, ja. Also ein großes Verfahren sozusagen. Ja, ja. Und dann bist du auf dem Cannstatter Wasen und überreichst auch die Krone. Richtig, genau. Im großen Festzelt. Im großen Festzelt. Also, noch zwei spannende Termine für dich. Cannstatter Wasen und vor allem in Karlsruhe der Weltrekord. Arina, alles Gute für dich. Danke. Und auch nächste Woche haben wir was mit Bier, nicht unbedingt, aber Bier wird auch getrunken, der Spitzengastronomie. Aber vor allem geht es um fantastisches Essen, denn die Traube Tonbach ist wieder ausgezeichnet mit 3 Sternen in der Schwarzwaldstube. Es gab noch einen weiteren Stern in Bibgourmand und das Ganze macht eine fantastische Familie, die Familie Finkbeiner. Bei mir ist einer der Juniorchefs, Sebastian Finkbeiner, nächste Woche hier in der Martin-Wacker-Show. Euch noch einen schönen Restsonntag. Tschüss.